Diese Frau ist der Vater von zwei Söhnen und einer Tochter. Meine Kinder, die nennen mich Svenja. Das finde ich auch gut so. Ich bin zwar der Papa, das ist auch richtig so und das werde ich auch bleiben. Aber ich höre das halt nicht so gerne. Wie ist es für Kinder, wenn Papa plötzlich eine Frau ist? Im Grunde hat sich nicht viel verändert, außer dass mein Vater jetzt halt in Frauenklamotten rumläuft. Ihre weibliche Seite hat auch Christine fast 60 Jahre verborgen. Ich habe versucht, ganz normaler, guter Familienvater zu sein. Und irgendwann ging es halt nicht mehr. Und dann gab es nur die Entscheidung, zu sterben oder irgendwie anders zu leben. Wie erleben Ehefrauen eine solche Lebenskrise? Lieber tot sein, als mir und den Kindern das anzutun. Ist das nicht schrecklich? Sandra lebte heimlich ein zweites Ich und wagte dann einen radikalen Schritt. Ende und Neuanfang zugleich. Ich habe mich dafür entschieden, komplett als Frau zu leben. Und ich bin trotzdem noch Papa und auch Familienvater und werde es auch immer bleiben. Was ist, wenn die Familie damit überfordert ist? Vor allem die Kinder. Sie hat auch einmal gesagt, weißt du eigentlich, wie das für mich ist, mit ihm durch die Stadt zu gehen? Drei Väter und ihr neues Leben als Frau. Drei außergewöhnliche Familiengeschichten. Svenja hieß früher Sven. Sie ist Single und lebt von ihren Kindern getrennt. Mit ihrer 11-jährigen Tochter telefoniert sie täglich. Ja. Hallo, Mäuschen. Na, alles gut bei dir? Ja. Das freut mich. Was machst du denn Schönes? Ich sitze auf dem Stuhl. Wo sitzt du? Ich sitze auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl, ja. Was läuft denn Schönes? Biene Maya. Biene Maya, oh ja, Biene Maya ist toll. Und was machst du heute Abend noch Schönes? Malst du mir ein schönes Bild? Weißt du, mein Kühlschrank, der ist so leer, da fehlt bestimmt noch von dir auch noch ein Bild wieder dran. Ne? Ja, kann ich machen. Das freut mich aber. Okay, dann will ich dich auch gar nicht viel länger davon abhalten. Dann lass dir deine Abendbrot noch schmecken. Ja. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ne? Grüß, ja. Grüß Mami und Andi. Schönen Gruß. Ja. Tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. Vermissen Sie das Familienleben? Ja, irgendwo schon. Ja. Das, wenn man 20 Jahre verheiratet war und man lebt dann plötzlich alleine, am Anfang ist das vielleicht ganz erfrischend, mal alleine zu sein, aber irgendwo ist man dann auch einsam nach einer gewissen Zeit und da vermisse ich das schon, dass da jemand ist. In ihrem früheren Leben als Mann erfüllt sie zunächst alle Erwartungen. Sven arbeitet als Kfz-Schlosser bei einem Autohersteller, heiratet früh und bekommt drei Kinder. Doch er wird immer unglücklicher in seiner Rolle als Mann. Träumt davon, eine Frau zu sein. Der Familienvater fängt an, heimlich Kleider zu tragen und wird entdeckt. Sagen wir mal so, ich habe nicht aufgepasst und nicht genug aufgepasst. Jeder, der so fühlt wie ich, wird das kennen, dass man sich versteckt und irgendwann steht man dann plötzlich doch mal im Fokus, ohne das zu wollen. Und so ist es halt gekommen. Sie war einkaufen gegangen und ich habe den kurzen Moment, den ich hatte, nutzen wollen. Und sie hatte was vergessen und stand plötzlich wieder in der Tür. Und wir standen dann voreinander und ja, dann hatte ich Erklärungsnot, warum das dann so ist. Ich konnte es nicht erklären. Ich habe dann gesagt, oh, ich tue das nie mehr wieder. Aber im Grunde genommen habe ich zu dem Zeitpunkt auch schon gewusst, das kann ich gar nicht versprechen, weil ich kann das nicht halten. Das geht einfach nicht. Ich bin so. Was hatten Sie da an? Ich hatte damals das Hochzeitskleid an, weil mich das wahnsinnig gereizt hatte, einfach mal so ein schönes Kleid zu tragen. Und das hat ihr natürlich besonders wehgetan. Das tut mir auch immer noch sehr, sehr leid. Aber ich hatte einfach den Drang, das einfach mal zu tragen, weil das so ein Hochzeitskleid hat natürlich was richtig Weibliches. Nur wenn er allein ist, lässt er seine geheimen Wünsche zu. Irgendwann hält er die Zerrissenheit nicht mehr aus.
als ich ihr dann gesagt habe, du, das ist so und ich kann nicht anders, hat sie dann zu mir gesagt, ja, okay, da gibt es sicherlich schlimmere Dinge und wir kriegen das auch gemeinsam irgendwie hin. Und das haben wir dann ja auch, ja, wir haben es 10 Jahre miteinander versucht in der Richtung, doch, es waren 10 Jahre in diesen 10 Jahren, und da bin ich ihr auch sehr dankbar für, hat sie viel dazu beigetragen, dass es mich heute so gibt, wie es mich jetzt gibt. Und was berührt sie da? Das ist, das ist nicht alltäglich, sage ich jetzt einfach mal. Das ist nicht selbstverständlich, dass man sich so gut versteht. Weil wenn auch jede normale Trennung, die da irgendwo passiert, führt meistens dazu, dass man sich dort streitet. Und das ist, ich muss jetzt weinen, weil es mich berührt, weil es irgendwo schön ist, nicht weil es mich traurig macht. Ne? Nicht allein zu sein. Eben, weil ich habe es ganz anders erwartet. Oh, ich kriege mich gar nicht wieder ein. Die Metamorphose von Sven zu Svenja. Ein langer Prozess. Anfangs macht sie sich als Frau nur zurecht, wenn ihre Söhne in der Schule sind. Vor 3,5 Jahren erzählt sie ihnen die ganze Geschichte. Ich bin wirklich stolz auf meine Kinder, dass sie das so hinnehmen. Ja, was heißt eigentlich, ich bin stolz auf, freue mich darüber, dass sie das so hinnehmen. Und ich denke, dass wir in unserer Erziehung viel, viel richtig gemacht haben damals, dass sie das so akzeptieren. Auch wenn es den eigenen Vater betrifft, der dann plötzlich doch eher aussieht wie die Mutter. Und ich denke, dass... ist echt ganz toll. Wie gesagt, es gab da viele, viele Momente, wo ich mich eigentlich eher versteckt habe, wo ich gedacht habe, das machst du jetzt nicht, du willst deinen Kindern nicht zu nahe treten, wenn ihr Freundeskreis dort mitsteht. Aber dann kamen dann so Sätze wie, ey, was versteckst du dich da hinten? Sieh zu, dass du hierher kommst. Und das fand ich wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Und dann gab es dann auch die Momente, wo dann jemand gefragt hat, wer war das denn überhaupt? Und dann jemand sagte, das ist doch der Vater von Dennis. Aber das war doch eine Frau. Das fand ich natürlich richtig, richtig schön. Ne? Ihre Kinder akzeptieren ihren neuen Vater. Die Ehe aber zerbricht. Heute sind Svenja und ihre Ex-Frau Freundinnen. Christel und Christine sind noch verheiratet. Mittlerweile über 35 Jahre. Sie haben 3 Söhne. Christine links ist transident. Das heißt, sie fühlte sich im falschen Körper geboren. Wir haben früher als Mann und Frau zusammengelebt und leben jetzt als Frau und Frau zusammen. Ja. Sie ist mein Lebensmensch. Und da ist es eigentlich für mich egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Es ist mein Lebensmensch an meiner Seite. Ja. Ja. Und ich hätte es mir nie vorstellen können. Ich hätte es mir nie vorstellen können, dass überhaupt dann jemand noch mit mir zusammen sein will. Oder ja, gerade Christel. Und im Nachhinein kann ich die Reaktion oder das Leben, was ich jetzt führe, noch gar nicht so richtig begreifen. Habe ich dir zu verdanken, dass du das einfach mitmachst. Mhm. Christine spürt schon früh die Sehnsucht nach einem Leben als Frau. Auf Dienstreisen nimmt sie sich kleine Auszeiten vom Mannsein. Lange ist es ihr Geheimnis, bis zur Entdeckung vor 5 Jahren. Wie ich nach Hause kam, hat Christel wohl gemerkt, dass ich anders aussah. Vielleicht hatte ich ein bisschen Lidschatten, war noch zu sehen, was auch immer. Hat mich wenigstens angesprochen, wie siehst du denn aus? Ja, sie sah anders aus. Weil ich mich mal geschminkt hatte. Und Christel dann, ja wieso, warum machst du denn sowas? Ganz entrüstet fast. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich anscheinend mehr Frau als Mann bin. Und ja, das ist schon fast mein ganzes Leben. Und, in dem Moment, da waren wir 31 Jahre verheiratet und dachte, oh Mann, da bist du 31 Ehejahre belogen und betrogen worden. Und dann hatte Christine angefangen,
mir aus ihrem Leben zu erzählen. Und da wusste ich, ich bin weder belogen noch betrogen worden die ganzen Ehejahre. Sie hat wirklich alles versucht, so zu sein, wie sie körperlich geboren wurde. Ich wusste immer mehr, dass ich das nicht mehr für mich im Griff habe. Dieses Verlangen, leben zu müssen, wie ich eigentlich bin, das wird immer größer. Und da habe ich für mich, ich habe das wirklich entschieden, ich bin da relativ so ein Kopfmensch auch, für mich entschieden, du musst sehen, dass du jetzt möglichst stirbst, bevor das rauskommt. Viele Transgender erleben Momente tiefster Verzweiflung. Die Zahl der Suizidversuche ist erschreckend hoch. Besonders quälend ist die Angst vor der Reaktion der Familie. Auch für Christine kam irgendwann die Stunde der Wahrheit. Wir saßen alle zusammen mit meinen Brüdern zusammen und dann hat Christine erzählt, dass sie eben mehr Frau ist als Mann. Und da dachte ich mir so, okay, was ist jetzt das Problem daran? Das ist doch nichts Wildes. Und dann hat sie nach und nach noch mehr erzählt und da hat mich dann mitgetroffen. Also ich war auch der Einzige von meinen Brüdern, der am Tisch dann geweint hatte, als sie von Suizid gesprochen hat und hatte dann Angst. Das hat Christine auch gut bemerkt, hat dann mit mir, ich bin nicht sicher, ob einen Tag danach oder so, nochmal einzeln gesprochen. Und da hat sie zu mir gesagt, gehabt, in der Metapher, es ist so, als ob sie ohne Sicherung am Bergsteigen ist und sie will oben auf den Gipfel kommen, aber es kann immer sein, dass die nächste Hand, wo man sich festhält, dass die Wand wegbricht oder von oben ein großer Stein kommt, der einen einfach runterschlägt. Es kann immer passieren. Aber mit jedem Schritt weiter kommt sie dem Gipfel näher und den will sie erreichen. Das hat mir dann irgendwie schon Kraft gegeben. Klar, ich kann ihm diese Angst nicht ganz nehmen. Aber ich konnte ihm auch damals schon sagen, dass es nicht akut ist. Die Familie steht von Anfang an hinter ihr. Das gibt ihr die Kraft, ihren Weg zu gehen und auch körperlich zur Frau zu werden. Inklusive Nebenwirkungen. Hormone verändern einen nicht nur körperlich, sondern auch die Psyche. Ich bin empfindlicher geworden bei vielen Sachen. Ich muss aufpassen, wenn ich heute irgendwelche Filme mir ansehe, dass ich nicht anfange und heule dann auf einmal los. Das kann passieren. Wäre mir vorher nie passiert. Ich bin manchmal sehr emotional und sehr den Tränen nah, wie sagt man, am Wasser gebaut. Stört Christel manchmal sehr. Ich dachte immer nur, dass sich die Höhle verändert. Und es war aber viel mehr als die Höhle. Ja, die Emotionen sind anders. Das mit dem schnell weinen, das ist für mich immer noch alles sehr fremd, ja. Und was auch zu Anfang war, aber das hat bestimmt 2 Jahre gedauert, sie war zickig. Sie war wirklich zickig. Sie hat ganz schnell beleidigt gewesen, eingeschnappt. So ein paar spitze Bemerkungen von der Seite. Und wenn dann drauf eingegangen wäre, dann wäre es nur weiter hochgegangen. Da muss man auch gucken, dass man halt sich zurückhält noch. Ich bitte dir nur, da einfach Verständnis aufzubringen. Es ist wirklich wie eine Art Pubertät, die man durchlebt, dass man auf einmal mit sich selbst nicht zurechtkommt. Und das ist nicht, ich hoffe, also ist nicht böse von mir gemeint und ich hoffe, es kommt auch nicht so rüber. Aber ich komme manchmal mit mir da selbst nicht zurecht. Sandra lebte 45 Jahre als Mann. Schon als Junge fühlte sich Michael, wie er damals hieß, in seinem Körper nicht wohl. Wäre lieber ein Mädchen gewesen. Das Gefühl blieb, auch als er älter wurde. Bis zum Outing. Ich lebe jetzt seit knapp 3 Jahren als Sandra. Und hatte vorher Familie, Frau, Kinder. Und das hat mir auch. Es ist mir sehr schwer gefallen, das alles zu opfern, aber ich hatte keine andere Wahl halt. Man kann da nichts gegen tun, man kann dagegen jahrelang ankämpfen, aber irgendwann bricht man zusammen und dann muss man das tun und dann muss man auch leider diese Opfer bringen. Das war alles sehr, sehr schwer. Sein Leben als Mann, nach außen hin unauffällig, verheiratet, 2 Kinder.
Im Verborgenen lebt er seine weibliche Seite, bedient sich am Kleiderschrank seiner Frau. Dummerweise wusste sie mein Passwort vom Laptop und hatte ich ein paar Bilder von mir gemacht gehabt und die hat die entdeckt. Ja, und dann saß ich vom Fernseher und auf einmal feuert sie mir diese Sachen vor die Füße, die ich anhatte. Und ich dachte, nein. Oh nein. 40 Jahre Geheimnis. Weg. Ihr Mann mit Perücke und geschminkten Augen. Durch die Entdeckung gerät damals auch die Welt von Michaels Frau Nicole aus den Fugen. Von der heimlichen Leidenschaft ihres Mannes hatte sie nichts geahnt. Lange kämpft sie um ihre Ehe. Es war schon schwierig, aber ich habe das versucht, alles zu überspielen. Dann wurde dieses Gefühl, sich umziehen zu müssen, halt immer stärker. Und er machte das dann wirklich jedes Wochenende. Natürlich ist es für mich komisch gewesen, wenn sich dann eine Frau in Nachthemd neben mich legt. Das war für mich total ungewohnt. Aber ich habe es ja auch lange mitgemacht. Ich war jetzt nicht abgeneigt oder irgendwas, das nicht. Aber es war nicht das, was ich mir für mein Leben so vorgestellt habe. Ich habe mir schon einen Mann gewünscht. Ja. Doch ihr Ehemann will kein Mann mehr sein. Bestellt sich Hormone im Internet und nimmt sie ohne ärztliche Aufsicht. Es kommt immer häufiger zum Streit. Vor 3 Jahren eskaliert die Situation. Die Polizei muss kommen, das Jugendamt wird eingeschaltet. Sozialpädagoge Florian Fischer will wissen, was los ist. Was wir jetzt nicht außer Acht lassen dürfen, ist natürlich die Tatsache, dass es hier einen Vorfall von häuslicher Gewalt gegeben hat. Oder genau, dass wir hier eine Polizeimeldung vorliegen haben. Ich habe den Kindern nie irgendwas Böses getan. Die haben leider diesen Scheiß da mitgerichtet durch dieses Problem, was ich hatte. Und das wurde dann psychisch irgendwann zu viel. Aber lassen Sie es bitte nicht unter den Tisch fallen. Nein, das ist passiert. Das ist wirklich ein ernstes Thema. Ja. Und Transsexualität, das ist ja das eine. Aber ich habe auch verstanden, ein ganz maßgeblicher Punkt sind Ihre Wutanfälle. Ja, das ist dann dadurch entstanden irgendwo, das war vielleicht so ein Unterbewusstsein, weil ich irgendwie wütend war, dass ich in diesem Leben irgendwie gefangen war. Ja, ich hatte unglaubliche Probleme mit dem Outing halt, so, ja. Und habe mich da unheimlich mit gequält und dann ging das so 4, 5 Jahre und immer weiter und so, weil es mir immer klar war, wenn ich jetzt den Schritt mache, dann verliere ich meine Familie, ja. Und das ist das, da wollte ich, deswegen wollte ich mich auch nicht outen und eigentlich Schluss machen. Ja. Weil ich das nicht ertragen hätte, dass meine Kinder jetzt, genau wie es jetzt passiert, mir weggenommen werden. Ja, das war genau der Grund, warum ich mich nicht outen wollte. Weil ich wusste, ich verliere alles, meine Familie, mein Haus. Du kommst es jetzt, genauso. Ja, hätte ich es nicht gemacht. Ich bin irgendwie sehr enttäuscht. Also, der Drang, als Frau zu leben, ist stärker. Sein Leben lang hatte er versucht, das zu unterdrücken. Mein Vater, also das war schon so mehr so der Macho, man muss männlich sein und so weiter. Und der hat dann damals auch zu mir immer gesagt, wenn du mal nach Hause kommst und du sagst, du wirst von Leuten verprügelt oder auf welchen Kindern, hast du noch von mir welche. Deswegen bin ich dann noch dann bin ich halt sehr, die andere Seite wieder sehr männlich also gewesen irgendwie, um das wahrscheinlich also zu überspielen halt. Seine Mutter wusste lange nichts von den geheimen Wünschen ihres Sohnes und fragt sich nun, wie gut sie ihn eigentlich kannte. Er ist ihr fremd geworden. Es ist schwer, sich da erstmal reinzudenken. Wenn man jetzt so viele Jahre einen Sohn hatte und dann plötzlich wird er zur Tochter. Irgendwo, das blockt hier drin irgendwie. Ich kann nicht zu ihm jetzt sagen, Sandra. Und habe zu ihm 45 Jahre Michael gesagt oder Micha. Das geht gar nicht. Das ist irgendwie, ist das ein Unding. Das geht wirklich nicht in den Kopf rein. Und wie versuchen Sie damit umzugehen? Tja, wie versuche ich damit umzugehen? Ja, irgendwie inzwischen, ja. Dann, wenn ich ihn dann sehe oder so, wenn er dann in Frauensachen kommt, Frauenkleidung, dann sage ich manchmal sogar schon zu ihm, hast dich ja schick gemacht oder so, ne? Oder hast dich ja wieder schick gemacht. Aber so tief im Innern ist es schwer, damit klarzukommen. Zu Michaels Neuanfang als Sandra gehört damals auch der Plan, das Haus der Familie zu verkaufen. Zu viele Erinnerungen. Erinnerungen an eine Familie, die es so nicht mehr gibt.
Ehefrau Nicole ist auf Distanz gegangen. Nicht nur emotional. Sie ist weggezogen. Ich habe es akzeptiert, dass sie jetzt da sind. Ich mache nichts weiter. Weil ich möchte ja noch meine Besuchszeiten, Kontaktrecht und so weiter. Ja, das musst du ja auch. Ja, und das kannst du dann irgendwie auch nur alles hinkriegen, wenn du auch ein bisschen ruhig bleibst und nicht so das eskalieren lässt, ne? So. Ja, aber gut, dafür musst du dich natürlich jetzt auch wirklich erstmal behandeln lassen, ne? So alleine wirst du das nicht schaffen, ne? Weil du dann auch so nicht regelmäßig deine Medikamente einnimmst. Naja, mach ich schon. Brauchst dir keine Sorgen machen. Naja. Ja? Ich habe ja vorhin gesagt, ihr immer ein bisschen ruhig. Das ist keine Chance bei euch. Ich bin ruhig. Weißt du was? Meine Nerven sind ganz schön angespannt. Deswegen so Stress oder so kann ich überhaupt gerade gar nicht leiden. Ne? Und dieses hier hin und her geredet. Mutti, mal Ruhe jetzt. Ey, also wirklich. Was geht Ihnen denn da so nah? Weil ich nicht mehr kann. Weil ich das so lange mit mir an Bayern ist, das hört man. Ganz immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Wenn man dann sagt, beruhig dich, das wird alles wieder, er wird aufbrausen. Dann auch schnell aggressiv. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Ey, also wirklich. Also, nein, es ist so. Meine Nerven sind gerade so angespannt. So unheimlich angespannt. Und wenn die dann meine Mutter und alle hin und her gehen, das ist so heftig für mich, weil das so viel ist. Ne? So, dann versuche ich den mal tausendmal irgendwie zu klar zu machen, dass man runterkommen soll. Und die immer weiter. Das kriegt mir so auf. Ich kann das gerade nicht ab. Meine Nerven sind flammen. Ich kann es nicht mehr hören. Na, dann kannst du gehen. Das tue ich eh gleich. Ja, mach. Ja. Und so kommt es dann auch. Mutter und Sohn brechen den Kontakt ab. Denn immer häufiger kommt es zu Missverständnissen und Streit. Von 0 auf 100 geht das sehr schnell bei mir. Und ich hatte ja auch schon begonnen, Hormone zu nehmen. Diese Hormone verstärken ja das Weibliche dann noch. Und das war wie so Zickenkrieg. Uniklinik Hamburg. Svenjas körperliche Verwandlung in eine Frau ist abgeschlossen. Statt Penis hat sie nun eine Vagina. Ja, man realisiert schon, dass gewisse Dinge nicht mehr da sind. Bei mir selber konnte ich mir das einfach nicht vorstellen. Und jetzt, wo der Verband abgekommen ist, habe ich dann auch mal eben so leicht geguckt. Aber da konnte man natürlich noch nicht ganz so viel sehen. Meine Bettnachbarin, die war da ein bisschen anders. Die, Spiegel. Aber ich bin da eigentlich immer so ein bisschen zurückhaltend und mag das so vor anderen Leuten nicht tun. Aber als ich den nächsten Morgen hier so mit mir so ein bisschen alleine war, habe ich dann auch mal geguckt. Und doch, es ist schön. Ja, also ich bin damit total zufrieden. Und das macht einen vollständiger, ja. Dennis ist Svenjas ältester Sohn. Das Outing seines Vaters für ihn zunächst nicht einfach. Erfahren hatte er es von seiner Mutter. Anfangs war es ein Schock, weil ich das halt nicht direkt über meinen Vater selber erfahren habe. Hat dann auch ein bisschen gedauert, bis ich das dann verkraftet hatte. Aber jetzt im Nachhinein kann ich damit ganz gut leben. Im Grunde hat sich nicht viel verändert, außer dass mein Vater jetzt halt in Frauenklamotten rumläuft. Soweit das Verhältnis ist alles noch genau dasselbe, wie es damals auch war. Wenn nicht sogar auch jetzt besser, weil mein Vater auch jetzt entspannter ist. Dass ihr Sohn sie im Krankenhaus besucht, bedeutet Svenja viel. Hey, hast du deine Schokolade gedacht? Und noch eine andere. Danke. Ach, und wie geht's dir? Ja, super. Wie ist die OP verlaufen? Ja, ich habe ja richtig Schiss gehabt davor, muss ich ja echt zugeben, weil es war ja nicht gerade easy, dieser Eingriff. Und da hätte ja auch vieles schief gehen können und bin wach geworden. Und das war so ziemlich das Erste, was sie mir gesagt haben, ist alles gut gelaufen. Und bin ich auch echt happy drüber, dass das so ist. Weil ich hätte nie im Leben geglaubt, dass ich tatsächlich so weit kommen würde und dass es überhaupt geht. Und von daher ist das echt ein Segen. Ich versuche mich jetzt, dadurch, weil jetzt auch die Operation gelaufen ist und jetzt auch der letzte Teil Mann weg ist, mich daran zu gewöhnen, jetzt nicht mehr immer Vater zu sagen oder Papa, sondern sie halt bei ihrem Namen zu nennen. Ich bin halt der Papa und da stehe ich auch zu. Aber ich fühle mich als Frau, ich fühle mich komplett als Frau. Und wenn ich dann immer Papa höre, dann knackt das immer so ein bisschen in den Ohren. Ich denke, aber ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, Mama zu hören, weil ich bin nicht die Mama. Danke, dass du da warst, hat mich gefreut. Sie hast uns verloren. Ja, genau. Komm gut nach Hause. Ja.
Als wir Sandra 3 Jahre nach ihrem Coming-out wieder treffen, ist sie offiziell eine Frau. In ihrem Personalausweis steht nun Sandra, Geschlecht weiblich. Ihr Ziel hat sie erreicht, doch der Preis ist hoch. Ich habe alles verloren. Also im Grunde genommen, das ganze Leben ist auf den Kopf gestellt worden. Es war nichts mehr so, wie es vorher war. Ich hatte wirklich vor, mich umzubringen. Ich hatte versucht, mich im Keller mit den Abgasen vom Heizkessel umzubringen. Weil ich dachte, ich bin dann ganz allein auf der Welt mit so einem riesen Berg von Problemen. Hab meine Kinder verloren, meine Ex-Frau ist weg, Haus ist weg. Also, das war ein riesen Trümmerhaufen, der vor mir lag. Und ich war alleine. Und meine sogenannten Freunde haben mich alle im Stich gelassen. Und das war ganz, ganz, ganz schlimm. Unterstützung hat sie in den vergangenen Jahren bei Menschen gefunden, die eine ähnliche Geschichte teilen. Die Mitglieder der Braunschweiger Transgender-Gruppe. Hallo, Daniela, hi, grüß dich. Hi. Grüß dich. Hallo, na, servus. Grüß dich, Karin, hallo. Hock dir her, wir warten schon. Ja. Auch Daniela und Karin haben Kinder. Ja. Wenn ich mir dich heute angucke, kann ich nur sagen, alles richtig gemacht. Ja, und ich kann mich noch daran erinnern, da hatte ich noch so eine Angst, dass irgendjemand mitbekommt. Kannst du dich noch daran erinnern? Saßen gleich welche am Nebentisch und ich war, nicht so laut, nicht so laut. Und so, ja, da hatte ich so eine Angst. Ich denke, das ist ein Problem, was sehr viele in unserer Situation haben. Wir wollen ja unsere Identität nicht nur im Wohnzimmer leben, wir möchten es ja in der Gesellschaft leben. Und da nützt mir nichts, hinter mir die Tür zuzumachen. Ich muss irgendwann den Weg nach außen finden. So hatte ich damals auch argumentiert, als meine Tochter merkte, dass das jetzt kein Spaß mehr ist, sondern ernst, dass ich jetzt so rausgehe. Da fing ich auf einmal an zu heulen und war dann erstmal so ein bisschen schockiert. Und ja, dann hatte ich auch gesagt, Leonie, guck mal, das ist so, ich war vorher tot, wirklich totunglücklich. Das war nicht mein Leben. Und dann habe ich gesagt, zu beiden Kindern, möchtet ihr lieber einen glücklichen Papi haben? Und haben sie dann gesagt, ja, und haben mich gleich in den Arm genommen. Mittlerweile erinnern fast nur noch die Spielsachen der Kinder an ihr altes Leben. Das Haus der Familie hat Sandra verkauft und eine Wohnung gemietet. Hier habe ich ein Zimmer für meine Kinder eingerichtet. Zurzeit besucht mich aber leider nur mein Sohn alle 2 Wochen. Ja, und meine Tochter, die kommt wohl mit dieser Situation momentan nicht so zurecht. Papas neues Leben. Für Tochter Leonie schwer zu akzeptieren. Sie weigert sich, ihren Vater Sandra zu nennen, will weder mit ihm telefonieren noch ihn sehen. Für mich sehr traurig. Tut mir dolle weh. Also das. Na, ich liebe die beide, ne? Also es ist eine. Macht da keine Unterschiede zwischen meinem Sohn und meiner Tochter. Ich hoffe, dass sich das wieder einrenkt irgendwie. Und ich hoffe, dass sie sich dann vielleicht doch daran gewöhnt. Und ich sag mal so, da braucht man vielleicht auch ein bisschen Geduld. In der Anfangszeit kamen die Geschwister noch alle 2 Wochen zu Besuch. Sandra holte sie regelmäßig in Sachsen-Anhalt ab und fuhr mit ihnen nach Braunschweig. Seit einem Jahr aber will die Tochter nicht mehr. Nachfrage per Videoanruf bei ihrer Mutter. Mit anzusehen, dass der Papa auf einmal eine Frau wird, ist schon nicht einfach, denke ich mir. Weil zum Anfang war es für die Kinder mehr oder weniger wie Fasching. Mensch, Papa hat sich mal umgezogen. Sieht halt ganz lustig aus. Aber man hat ja auch mit den Kindern darüber gesprochen, dass das für Papa halt wirklich ernst ist und dass es ihm dadurch besser geht. Aber ich denke mir, dass das für Kinder nicht so einfach wegzustecken ist, wenn auf einmal der Papa fehlt. Vor allen Dingen, weil sie ja auch zum Anfang gleich auch immer Sandra sagen sollten. Sie sollten halt nicht Papa sagen, sondern sagt bitte Sandra zu mir. Transgender-Schicksale betreffen immer die ganze Familie. Christines Ehefrau Christel wünscht sich immer noch an manchen Tagen ihren Mann Rolf zurück. Endgültig loszulassen tut weh. Das ist mein Abschiedsort von meinem Mann. Das ist wie so ein kleines Grab. Ist es so, dass irgendwann eine Namens- und Personenstandsänderung kommt?
das wusste ich auch, wir hatten uns ja darüber dann unterhalten. Und als der Brief kam, das, wo der neue Name schon auf dem Umschlag stand, ja, das war nochmal ein ganz, ganz schwerer Moment für mich. Und dann bin ich in den Keller gelaufen und habe ihre ganzen Männerkleidung in den Sack gestopft, voll Wut, voll Trauer, Verzweiflung. Und dann hatte ich ein Hemd in der Hand, was ich an ihm so gerne gesehen habe. Und dieses Hemd habe ich genommen und ich habe die Ärmel abgeschnitten. Ich weiß nicht warum, das war intuitiv, ich weiß es nicht. Und dann habe ich diese Ärmel genommen und habe die hier vergraben unter Tränen. Und dann habe ich die Erde wieder drauf gedrückt und ja, und habe im Prinzip Tschüss gesagt. Ja. Darf ich mitkommen? Ja, klar, guck mal. Nur die Familienfotos sind noch da. Bilder aus einer anderen Zeit. Süß. Guck doch mal hier. Ach, ihr zwei Moped. Auf dem Motorrad. Ja. Ja. Der Papa und der Sohn. Ja. Das hat jetzt weniger mit zu tun für mich in dem Moment, dass das da noch mein Mann war auf diesen Bildern. Nee, für mich ist das schön. Das sind einfach Erinnerungen früher an ein normales Familienleben. Aber es erinnert mich immer an so eine Zeit zurück. Ja, wie es halt da war, auch richtig war, alles okay. Aber dann wird dieser Unterschied immer so deutlich. Hm. Und das ist schwer. Also ich fühle mich dann wieder so zurückversetzt in diese Zeit. Und das möchte ich eigentlich nicht mehr. Leben im Hier und Jetzt als Frau und Partnerin. Das will sie. Wow, das sieht ja mal schick aus. Wir werden ignoriert. Niemand dreht sich rum, niemand guckt groß. Klar, so Hand in Hand zu gehen ist immer noch ein bisschen schwierig. Ja klar, ich würde lieber Händchen halten, ja, mit einem Mann gehen. Als mit einer Frau. Als mit einer Frau. Ja. Wenn wir beide so Hand in Hand gehen, da habe ich manchmal so ein bisschen komisches Gefühl, dass ich lesbisch gesehen werde. Ja, während für mich das ist völlig normal. Ich habe früher Christel gerne die Hand gegeben und jetzt, da hat sich nicht viel geändert. Na, schauen wir mal rein. Ja. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Oh, dürfen wir uns ein bisschen umsehen? Ja, gerne. Super, danke. Oh, das ist ein super toller Mädel. Oh Mann, ist der schön. Ja, wie findest du den? Der Mädel ist wirklich schön. Ja. Wieso müssen die Hosen eigentlich immer so kurz sein? Christina, guck mal. Ja, jetzt schon schön. Hä? Könnt ihr? Ja. Schön mit den Knöpfen. Ich werde das hier irgendwie. Könnte passen. Ach, das hier neben an der Seite. Mhm. Schön. Ja? Ja, hast du schön gefunden? Christine ist, eigentlich ist sie immer dankbar. Sie sagt immer zu mir, ich hätte halt das Farbgefühl mehr. Natürlich. Und auch mehr das Gefühl eben, was ihr steht und was ihr nicht steht. Nicht, dass sie wie so eine Clownsfigur vielleicht rumläuft, weil wir kennen mittlerweile viele mit Grün kaufen oder sowas. Mittlerweile auch viele transidente Menschen und viele sehen halt einfach anders aus. Wenn Sandra in den Spiegel schaut, sieht sie nun den Menschen, der sie immer sein wollte. Um weiblicher zu werden, hilft sie täglich mit Hormonen nach. Ihr Leben lang wird sie das tun müssen. Das sind Östrogene. Die muss ich mir dann jeden Morgen zwei Hub, einmal links und einmal rechts auf den Arm schmieren. Was bewirken die? Ja, die Verweiblichung halt. Ne? Also, dass man langsam zur Frau wird. Beine sind schmaler geworden. Irgendwie so, man kriegt diese weiblichen Formungen. Die Muskeln sind weggegangen. Ich hatte wirklich so einen Oberarm früher. Und das geht weg. Und die Brust ist gekommen. Die Haut wird weicher. Das Gesicht hat sich ein bisschen geändert.
die Nase ist schmaler geworden, dass ich früher so ein Knubbel hier, auch eine Männernase halt. Und das ging alles durch die Hormone so langsam weg auch. Ich hoffe, dass das hier unten noch ein bisschen, ne? Also, aber wie gesagt, man braucht ein bisschen Geduld. Viel hat sich schon verändert, für Sandra aber nicht genug. Sie will sich die Brust vergrößern lassen. Wenn ich dann wirklich so auf der Straße rumlaufen kann, dass ich als Frau wahrgenommen werde, als echte Frau, dann bin ich dann irgendwann an meinem Ziel angekommen. An neugierige Blicke musste sich auch ihr Sohn Paul gewöhnen. Was wollen wir denn jetzt als erstes machen? Mal gucken. Der Neunjährige hat sich einen Besuch im Freizeitpark gewünscht. Seine Schwester konnte selbst das nicht locken. Paul, wollen wir zum Kettenkarussell? Ja. Ja, ist ja hier vorne gleich, ne? Okay, dann machen wir das. So, Paulchen, wollen wir hier so eine Doppelgondel nehmen oder einzelne? Einzeln, okay. Ich gehe hier. Wie denn das jetzt hier? Das musst du aufmachen. Ach ja, der Haken, ja, genau. Das sind aber kleine Sitze. Darf ich mich nachher festhalten bei dir? Nö. Ne, darf ich nicht? Darfst du nicht. Okay. Vielleicht geht's los, ne? Ab geht die Post. Zweisamkeit mit ihrem Sohn. Momente, die Sandra gerne häufiger erleben würde. Ich komm gleich bei dir dran, Paul. Ich hoffe auch, dass du nicht dran kommst. Ich hänge erstmal total an meinen Kindern. Und dann habe ich meinem Sohn erklärt, dass er mich als Papa nicht verliert. Ich bleibe immer Papa, werde es immer sein, aber bloß ich bin jetzt ein Papa, der glücklicher ist. Und das spürt er auch, denke ich. Sandra ist heute nicht der einzige weibliche Vater. Auch andere Transgender-Familien sind für den sogenannten Rosa-Tag in den Park gekommen. Schnell kommt man ins Gespräch. Hallo, grüß dich, Sandra. Laura, hallo. Ja, Mensch, wie ist dein Name? Laura. Laura. Und von wo bist du? Ich komme aus Oldenburg. Oldenburg, aus dem Norden. Sind das beides deine Kinder? Das sind meine beiden, ja. Ja. Und sprechen sich auch schon beide auch nicht mit den Namen an und alles so. Das hat nicht meine Tochter zum Beispiel ein Problem. Die Kinder sagen beide Papa zu mir, das habe ich ihnen auch beiden auch ganz klar gesagt. Ja. Mach das so, wie ihr wollt. Genau. Also mein Sohn kann mich auch überall Papa nennen, habe ich kein Problem mit. Na, aber der macht das total klasse, der macht das so. In der Öffentlichkeit sagt er zu mir Sandra und wenn wir dann irgendwie mal in einer ruhigen Ecke sind, sagt er Papa. Ja, wie war denn das für euch beide, als euer Papa euch das gesagt hat, dass er sich im falschen Körper fühlt? Ich habe erst mal ein bisschen geweint, weil ich da nicht mit umgehen kann. Ja, das haben meine Kinder damals auch, wo ich denen das gesagt habe. Aber wir haben ja keine andere Wahl, das ist einfach so. Genau. Das ist unser Weg, unser Schicksal. Auch für Paul kein leichter Weg. Ein anstrengender Tag geht zu Ende, ne, Paul? Das war doch nicht anstrengend. Die können ja ganz gut die Fahrt genießen. Einmal nicht aufzufallen, hat beiden gut getan. Denn das ganz normale Leben vermissen sie am meisten. Dass etwas genauso ist wie früher, darüber freuen sich auch Christel und Christine. Ihr Freundeskreis ist geblieben. Hallo! Schönen Dank für die Einladung. Gerne. Bitte schön, ein Blümchen für dich. Ich bring Kälte mit rein. Kälte? Na ja, aber du wirst dich gleich aufwärmen. Es ist richtig gut kalt. Ah, hallo! Sind wir da? Hallo! Und wie geht's euch? Ach, gut. Freundschaft über Geschlechtergrenzen hinweg. Und doch hat sich mehr geändert als der Name. Den Namen Christine kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Wie ich auf einmal, wenn mich jemand gefragt hat, ja, ich muss jetzt auch einen weiblichen Vornamen haben, war ich total überfahren. Und da kam mir nur sowas mit Sarah in den Kopf. Ja, und hab das dann Christel gesagt und dann hat es ein bisschen gedauert und dann kam Christel mit dem Vorschlag, ja, wenn schon in der Situation Vorname, dann doch was zu Christel passt. Und hat dann vorgeschlagen, Christine. Genau, Christine mit K. Genau, ich sag mal, wir kennen uns schon, ja, 30 Jahre. Über, ja. Und da ist es schon schwer, auf einmal zu einer Person, die man so lange kennt, meinen anderen Namen zu sagen. Mit dem Rolf habe ich viele Sachen besprochen und gemacht und getan. Das war eine andere Situation wie jetzt.
Das hat sich drastisch, ganz klar, drastisch verändert. Ja, jetzt ist es halt auch anders geworden. Ja, und er hat uns auch. Eher unerhalten, ob es dann mal der Schmuck ist oder, ja, man hat andere. Nein, doch, das ist halt so. Nicht, dass du das mit deinen Locken so toll hinkriegst. Ja, das ist immer so. Man hat auf einmal andere Anknüpfungspunkte. Kein Bier trinken mehr. Oder kein Weizenbier trinken mehr, nicht mehr diese typischen oder angenehmen Männergespräche sind dann auch nicht weggefallen. Und wie geht man mit der Situation um? Natürlich sehen wir uns noch oft und wir machen auch einiges zusammen. Aber es gibt Zeiten, wo ich eigentlich noch immer noch danach trauere. Mein Gott, dann, du kannst also, mit mir immer noch reden. Ja, natürlich, aber es ist halt anders. Wie die Silvia gesagt hat, da wird sich über Mode unterhalten, da wird sich über Sachen unterhalten. Die Themen sind halt einfach anders. Das ist aber okay. Ich habe ja 50 Jahre Mann-Erfahrung. Genau. Kann ich mit dir reden? Da manchmal, nee, das ist anders. Also man kann darüber reden, ja, aber das sind andere Gespräche, das ist anders. Es ist wirklich anders. Guck mal, du hast dich entwickelt und es gab jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder zu sagen, ich gehe oder ich bleibe. Ich sitze ja hier. Mich berührt jetzt so, dass sie so zu uns halten und dass sie das so mit uns jetzt gemacht haben und quasi anerkennen, oder was heißt anerkennen, ist das falsche Wort, aber verstehen, dass es so sein muss, wie es jetzt ist. Ich habe auch das Gefühl, für andere ist es leichter, wenn ich zu dem früheren Leben so einen Schnitt mache. Mich gibt es nur noch jetzt so, wie ich jetzt bin. Natürlich haben wir früher Sachen erlebt, ja, ganz klar, aber ich möchte nicht so sehr an meine männliche Vergangenheit erinnert werden. Ich möchte lieber so gesehen werden, wie ich jetzt bin. Aus Sandras früherem Leben als Michael ist niemand mehr da. Freunde und Familie haben sich abgewandt. Die 48-Jährige muss mit allem selbst klarkommen und stößt dabei oft an ihre Grenzen. Ich leide unter Depressionen. Und ja, das ist dann gerade auch, wenn man so alleine ist. Ne? Man hat ja das Gefühl, man ist der einzige Mensch auf der Welt irgendwie und man steht mit seinen ganzen Problemen alleine da. Und das hilft schon, wenn man mal mit jemandem auch so über seine Probleme sprechen kann. Wenn man immer nur allein ist und alles in sich alleine hineinfrisst, das macht einen fertig. Seit fast 3 Jahren ist sie in psychologischer Behandlung. Guten Tag, Herr Dr. Erdmann. Ihr Psychiater, mittlerweile einer ihrer wenigen Vertrauten. Schön, ja. Erstmal schön, dass Sie da sind. Was gibt's denn? Ja, momentan, ich habe so ein bisschen Probleme, ja, ziemlich tolle Probleme bezüglich meiner Tochter. Na, worin besteht das Problem? Ist es so, ich habe gerade auch so eine Sorgerechtsgeschichte mit meiner Ex-Frau vor Gericht am Laufen. Und da wurde dann halt auch so ein Gutachten erstellt. Ich konnte ja nachlesen, was sie dann so wegen meiner Transgender-Geschichte sagt und was sie denkt darüber. Und dann, das war ziemlich heftig für mich. Also sie sagt so, ja, sie würde möchte mit mir nicht auf die Straße gehen. Und wenn sie mich sieht vom Weiten, sie guckt dann immer durch die Tür, wenn nur ihr Bruder kommt noch zu mir zur Zeit. Und dann guckt sie wohl mal so durch die Tür und meint, also sie müsste darüber lachen und so. Das ist schon. Worüber müsste sie lachen? Ja, dass ich halt trans bin, halt Transgender. Das ist schon ein bisschen traurig für mich, aber sie kann nichts dafür. Puh, also sehe ich jetzt erstmal zwei Probleme. Das eine ist, vielleicht hat die Tochter ein Problem damit. Die ist jetzt oder geht in die Pubertät. Okay. Und Papa fehlt als Mann. Mhm. Ist so das, was mir mal eingefallen ist soeben. Und das Zweite ist natürlich, dass bei Trennungsgeschichten oft jemand zum Buhmann gemacht wird. Was in ihr vorgeht, was sie bedrückt, sagt Leonie nicht. Die Familie zerbrochen, Papa plötzlich eine Frau. Es ist viel, was sie mit ihren 11 Jahren verarbeiten muss.
Auch mit ihrer Mutter spricht sie nur ungern über ihren Vater. Sie will generell den Umgang mit ihm vermeiden, weil sie hatte hier halt auch schon mal das Problem, dass eine Schulkameradin mit dem Fahrrad an ihr vorbeigefahren ist, als sie gerade abgeholt wurde damals. Und sie möchte halt nicht mit ihm gesehen werden. Weil sie hat auch einmal gesagt, weißt du eigentlich, wie das für mich ist, mit ihm durch die Stadt zu gehen? Ihr ist das unangenehm, wenn so viele Leute gucken. Drängen will Sandra sie nicht. Stattdessen signalisiert sie immer wieder, ich bin immer noch dein Vater. Auch wenn ich jetzt Sandra heiße. Ich denke eigentlich jeden Tag an die fast. Ich kann nur schauen, also, dass ich jetzt versuche, also dass ich, nicht, dass ich jetzt einfach mich nicht mehr melde, das mache ich auf keinen Fall. Also ich werde weiterhin auch zum Geburtstag Karten schicken, ne, also, und auch irgendwie zu irgendwelchen Feiertagen und versuche so erstmal vielleicht über den Briefweg trotzdem Kontakt aufrechtzuerhalten und hoffe, dass sich das dann vielleicht im Laufe der Zeit irgendwann mal wieder legt, das Ganze, dass wir wieder zueinander finden. Neustart mit 48. Svenjas geschlechtsangleichende OP liegt mittlerweile ein halbes Jahr zurück. Endlich im Einklang mit sich und dem Leben. Ich fühle mich komplett, sagen wir mal so. Ich habe vorher doch immer irgendwie so ein Fake-Gefühl gehabt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es gibt irgendwas, was ich verstecken muss und was halt da nicht hingehört. Und seit der OP ist das halt weg und ich habe auch dieses Fake-Gefühl irgendwie verloren. Und ich nehme an, dass ich das ausstrahle und das deshalb vielleicht auch anders wahrnehme. Es sind manchmal Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. An ihrem Arbeitsplatz zum Beispiel darf sie jetzt die Damenumkleide benutzen. Und auch privat gibt es Neues. Es ist momentan so, da hätte ich auch überhaupt nicht mit gerechnet. Ich habe tatsächlich jemanden kennengelernt. Ich meine, ich habe immer mal wieder jemanden, mit dem ich mal schreibe, aber das war wirklich sehr, sehr nett gestern. Wir haben eigentlich den ganzen Tag geschrieben. Ich bin zu nichts gekommen. Es war mir eigentlich auch völlig egal. Kriegt ein bisschen Kribbeln im Bauch. Kommt mir teilweise echt wieder wie ein Teenie vor. Wann habe ich das letzte Mal jemanden gedatet eigentlich? Eigentlich nie. In ihrem Dating-Profil hat sie angegeben, dass sie nicht immer Svenja hieß. Sie spielt mit offenen Karten. Ich hätte nie wirklich geglaubt, dass es dort einen Mann gibt, der sich für mich interessiert. Ne? Ohne als Frau interessiert. Ne? Es gibt ja nur noch Männer, die sich für Männer interessieren. Aber ich bin ja kein Mann. Und das ist eben wieder genau das Problem, was wir dabei eigentlich haben, weil ein homosexueller Mann, der steht nicht auf eine Transfrau. Ne? Und eine lesbische Frau auch nicht unbedingt auf einen Trans. Das ist halt irgendwo immer. Und deswegen ist es eigentlich viel, viel einfacher, einen netten Mann kennenzulernen, dem das nicht so wichtig ist. Und ja. Und was wünschen sich da? Ja, was sich alle Mädels wünschen. Ne? Ich wünsche mir irgendwo schon Mr. Right. Ob es wirklich Mr. Right ist, wird sich in Kürze rausstellen. Beim ersten Date. Und Svenja hofft, es wird nicht das letzte sein. Christel und Christine haben sich füreinander entschieden. Ihre Ehe. Wirklich ein Bund fürs Leben. Sandra will in Zukunft vor allem für ihre Kinder da sein. Ihr Traum vom Glück, wieder richtig Papa sein zu dürfen. Auch als Frau.